Hallo und herzlich willkommen zum Video-Tutorial Selectline Stammdaten aktualisieren. In diesem Video schauen wir uns an, wie man vorgehen muss, um die Aktualisierung der Stammdaten durchzuführen und welche Auswirkung solch eine Aktualisierung hat. Vom Programm werden bei der Installation bestimmte, recht umfangreiche, mandantenübergreifende Datentabellen komplett mitgeliefert, wie zum Beispiel für Postleitzahlen, Ländercodes, Bankleitzahlen und so weiter. Eine Aktualisierung und Reorganisation dieser Tabellen bei Programmupdates erfolgt nicht mehr automatisch, da dies unter Umständen eine Menge Zeit in Anspruch nehmen kann und teilweise vom Anwender nicht erwünscht ist. Über das Applikationsmenü hier oben links unter Wartung, Aktualisieren, Stammdaten aktualisieren, können Sie diese Stammdatentabellen einzeln, alle oder eine bestimmte Auswahl auf den aktuellen Stand des letzten Updates aktualisieren. In der Spalte Aktueller finden Sie die Information, von welchen Tabellen neuere Versionen vorliegen. Hier können Sie auswählen, ob alle Tabellen aktualisiert werden sollen, eine einzelne oder mehrere, wie hier zum Beispiel. Klicken Sie nun auf Ausführen, werden die Tabellen nun aktualisiert. Je nach Tabelle bzw. Tabellengröße kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Nun schauen wir uns an, was für eine Auswirkung diese Aktualisierung hat. Wir gehen hier zum Beispiel ins Postleitzahlverzeichnis und suchen unter Ort nach St. Gallen. Wir sehen, es liefert uns keine Ergebnisse. Anschließend gehen wir wieder unter Wartung, Aktualisieren, Stammdaten aktualisieren und wählen auf der Tabelle Postleitzahl Ort an. Wir sehen hier zwar, es steht unter Aktueller ein Nein, aber wir haben festgestellt, dass uns gewisse Postleitzahlen fehlen. Klicken wir hier auf Ausführen, sehen wir hier, dass nun die entsprechende Tabelle, die wir markiert haben, aktualisiert wird. Anschließend erscheint die Meldung, dass eine Tabelle erfolgreich aktualisiert wurde. Jetzt können wir wieder ins Postleitzahlverzeichnis und nach St. Gallen suchen. Und wir sehen, alle Postleitzahlen sind nun vorhanden. Wichtig ist eine solche Aktualisierung der Postleitzahlentabelle zum Beispiel für die Quellensteuermeldung, wo auch eine Gemeindenummer in den Stammdaten des quellensteuerpflichtigen Mitarbeiters erwartet wird. Falls also bei Ihnen Postleitzahlen, Bankleitzahlen oder Ländercodes zum Beispiel fehlen, führen Sie eine Stammdatenaktualisierung durch. Die Tabellen werden automatisch ergänzt. Damit sind wir bereits auch schon am Ende dieses Tutorials angekommen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.